Hola, chicas y chicas. Nein, okay, wir sprechen nicht Spanisch, Leute. Nein, not Spanish in the house. Wir sprechen lieber Deutsch. Ja, okay, nee. Felix. Die Lämmlinge hier in Jorvik sind sehr speziell. Jedes Jahr um diese Zeit kommen sie von der anderen Seite der Berge hierher und laufen dann wieder zurück. Keiner weiß, warum sie das tun. Aber ich glaube, dass es eine Art Wallfahrt ist. Ich habe von Maya vom Observatorium gehört, dass er von dort ein paar verwirrte Lämmlinge gesehen hat. Vielleicht kannst du zu ihm reiten. Dann kannst du dir das Ganze angucken, um den Lämmlingen vielleicht zu helfen. Leute, wisst ihr, wie weit das Observatorium von hier entfernt? Okay, ich nehme wahrscheinlich die Seilbahn, weil bis ich dahin geritten bin. Leute, ich stelle mir gerade so vor, ich bin mit Shayla, ich glaube Level 18, kurz vor Level 19. Oder was, Level 17, kurz vor Level 18? Ich verwirre mich gerade selber. Auf jeden Fall hoffe ich, dass bald im Dino-Tal hinten das Aschetal hier oben rauskommt. Das ist ja nur ein kleines Gebiet, das kann man eigentlich ganz schnell machen. Ja, das finde ich halt schon cool, weil es ist eigentlich gar nicht weiß markiert. Vielleicht kommt man da ja schon hin irgendwann später. Ich weiß nicht, aber ich habe halt noch nie was über News dafür gelesen. Dann hier, ja, Nebelfall ist schon so schön angezeigt. Und Leute, ihr hier seht ihr hier die Spitzen. Und ich glaube, ja, hier ist der Tunnel und hier müsste es dann nach Ding gehen. Ich denke mal, dass die Karte dann kleiner wird, weil hier, man sieht auf der linken Seite auch. Oh, doch. Ups, sie war einfach nur zu weit am Rand. Ja, dass es vielleicht vergrößert wird oder was auch immer. Und ja, ich hoffe, dass halt dieses Jahr mehr Gebiete rauskommen als letztes Jahr, weil, also als 2017, weil, ihr wisst ja, 2017 war es gerade mal nebelvoll. Und jetzt guckt euch mal das an. Und letztes Jahr, also vorletztes, im 2016, kam das hier und das hier raus. Das war das hier alles im Gegensatz zu dem hier. Ich finde nämlich so der Epona, meiner Meinung nach, also ich finde, Nebelfall ist, das sieht halt alles wieder anders aus, die Bänke und alles, aber ich finde, die Bänke sehen jetzt auch schon schön aus, wie sie so aussehen. Und da muss man nicht, okay, für den Ort schon, er sieht halt schon so schön aus, wie er ist, aber er ist klein, aber auch detailliert, aber ich finde, Epona ist auch schön detailliert, also meiner Meinung nach könnte man auch wieder ein großes Gebiet, ich finde, ja, mit City, wenn man dazu reiten könnte, das wäre cool. Und wenn es dort ein Rennen durch die Straßen gäbe, oh mein Gott, das wäre mega geil. Aber auf jeden Fall erstmal müssen wir zu Mario. Da waren wir schon lange nicht mehr, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mit den Quests durch sind, ob wir hier das Scan schon haben. Das sehen wir ja gleich, wenn wir ihn anklicken. Das Rennen. Ja, haben wir schon. Oh mein Gott, wir sind schon weit. Nur die große Aufräummeisterin fehlt noch. Hi, hast du mit Felix gesprochen? Ja, was er sagt, stimmt. Ich habe die Lämmlinge bei ihren jährlichen Wanderungen gesehen. Ich muss sagen, dass sich inzwischen alles andere ist. Das ist, sie scheinen sich gegenseitig verloren zu haben. Ich habe ein paar Lämmlinge während meines morgendlichen Spazierganges gesehen. Aber ich habe so eine starke Lämmlingallergie. Dass ich mich nicht ihm nähern kann. Ich habe sie den ganzen Morgen durch mein Teleskop beobachtet und ich mache mir solche Sorgen. Du bist nicht allergisch. Kannst du nicht unten nachschauen und alle Lämmlinge, die du finden kannst, in deinen Rucksack stecken? Suche beim Observatorium nach Lämmlingen und Leute, mein Handy klingelt gerade, denke mir so. Why? Muss es, warum? Jetzt, ich denke mir nur so, ja. Deswegen, sorry für die Person, ich weiß nicht, ob ihr meine Videos guckt, ich glaube schon, weil ich glaube, sie kennt meinen YouTube-Kanal, weil sie auch das Spiel kennt und ich mit ihr spiele. Deswegen, sorry, dass ich nicht gegangen konnte, aber ich habe gerade gespielt um 14 Uhr ungefähr. Deswegen, nur so als Tipp für dich, dass ich nicht gegangen konnte um 14 Uhr Mittwoch. Was ist denn ein Lämmling? Hä, so ein Stein oder so? Lol. Ein Stein. Das war ein Stein, oder? Leute, das war ein Stein, oder? Oh, das sieht auch ohne magische Kraft voll schön aus. Big Mystery. Mein Big. Ich weiß nicht, wie der Spitzname ist. Immer bei neuen Pferden, weil mir dauert es immer, bis ich mir Spitznamen. Bei Melone bin ich irgendwie so richtig cool drauf gekommen. Leute, wir haben langsam zu viele Pferde. Wir können gar nicht mehr alle reiten. So viele haben wir.
Wir müssen aufhören, Pferde zu kaufen, weil irgendwann müssen wir ja alle Pferde haben, aber dann wird es vielleicht ein Jahr dauern, bis wir wieder beim gleichen Pferd sind, ne? Ein Jahr, Leute, stellt euch mal vor, bis wir wieder bei unserem alten Pferd sind. Oh, Leute, wird das lange dauern. Ein Jahr, stellt euch das mal vor. Ich wechsle jede Woche Pferd. Das heißt, oh mein Gott, da müsste ich ja schon sehr viele haben. Wenn ich jeden Tag wechseln würde, 300, über 300 Pferde, nee. So viel werde ich nicht schaffen. Okay, irgendwann werde ich vielleicht jeden Tag Pferd wechseln, aber ihr werdet natürlich dann nicht alle Pferde sehen, weil... Oder ich wechsle nur, wenn ich online bin. So kann man es auch machen. Dann seht ihr auch nicht immer alle, weil manchmal bin ich online und mache nur Rennen. Das war früher mal, jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt bin ich noch online zum Aufnehmen. Ja. Ja, also bei Shader bin ich manchmal noch so online. Weil bei ihr nehme ich jetzt irgendwie doch nicht mehr auf. Also manchmal nehme ich auf, manchmal... Und wir haben einen vergessen. This moment, du musst nochmal zurückreiten, weil du was vergessen hast. Kennt ihr das? Ihr habt was, keine Ahnung, vergessen in der Schule und müsst dann mittags in die Schule fahren und es abholen. Oder ihr habt bei der Arbeit was vergessen. Okay, man kann es am nächsten Tag nehmen, aber manche Sachen halt nicht. Und das ist dann so nervig, wenn ihr dann einfach nur was vergessen habt und es dann halt trotzdem noch holen müsst. Wie gerade eben, weil sozusagen das hier ist bestimmt, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass das, dass du jetzt in 5 Minuten da von da hinten da oben bist, ne? Deswegen denke ich mal so, pro Minute ist so eine Viertelstunde oder so in Star Stable oder pro 2 Minuten eine halbe oder pro 2 Minuten eine Viertel oder wie auch immer. Und dann stelle ich mal vor, eine von meinen Folgen würde ja dann, kommt vor allem wie ich es jetzt mache, immer mal 2 Minuten wäre eine halbe und dann wäre es ja 2,5 Stunden, die ich halt sozusagen spiele im Spiel, die wir verbrauchen oder tun. Oh nein, ich kann in meine Nase fühlen, dass du alle Lämmlinge gefunden hast. Gut, dass die kleine Ort mögen. Sie fühlen sich sicher, sehr wohl in deinem Rucksack. Ich hoffe doch, dass du sie nicht zu sehr haaren. Der letzte Stopp der Lämmlinge auf ihrer Wanderung ist normalerweise in Wayday. Ich schlage vor, dass du dorthin reitest und das Bessere schnell, bevor ich noch zu niesen beginne. Leute, ich glaube, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, wenn wir angekommen sind, ne? Da habe ich so irgendwie so ein Gefühl, dass die Folge dann schon wieder bald vorbei ist. Ich guck mal, ob mein Geld jetzt reicht für den Satteldecke. Noch nicht ganz. Aber wird schon langsam. Leute, jetzt guckt mal wirklich auf meine Starcoins. 176, das ist mega wenig. Das war halt wenig in Urpferden. Und falls nochmal Urpferde kommen sollten, werde ich mir sie nicht kaufen können. Jetzt muss ich... Ich hatte so 2000 Starcoins oder 1900. Und jetzt, ich glaube, 1900 ist jetzt alles weg, was ich hatte. Das heißt, nur mal von vorne bis 2000 sparen. Das heißt, es kommt erstmal lange kein Pferd. Vielleicht im Dezember wieder, Leute. Nein, okay. Ich glaube, bis dann habe ich schon 2000. Ich glaube, Sommer, Juni, Juli, August oder so wird das nächste wahrscheinlich erst kommen. Aber dafür waren es dieses Mal 3. Und ja, wenn ich mir jetzt keine Starcoins kaufe, weil ich mir etwas anderes von dem Geld kaufe, weil ich halt nicht immer Starcoins kaufen will, weil es gibt halt auch noch andere Dinge, die mich interessieren, außer SSO. Ja, dann, wie zum Beispiel, ich spiele auch manchmal Sims oder auch andere Spiele und da halt die Erweiterungen, die ist halt was anderes wie Starcoins. Starcoins ist halt sowas wie, wenn du bei Poker richtig viel Geld da reinsteckst oder, weiß nicht, jetzt fällt mir gerade nichts ein, halt irgendwas, wo man viel Geld etwas kaufen kann, wo aber eigentlich nur dir in dem Spiel Geld bringt und keine Erweiterung, wo du was Neues bekommst für das Spiel. Du bekommst ja nur Geld und davon kannst du halt neue Pferde kaufen, aber ist trotzdem nichts Neues. Also, ja, deswegen erstmal Erweiterungen vor und dann kommen Starcoins irgendwann vielleicht mal wieder, vielleicht Ende des Jahres oder so. Aber dann weiß ich noch nicht, ich denke dann mit Anna und nicht mit Shayla, aber ich weiß es noch nicht ganz. Die Lämmlinge, ich habe den ganzen Tag auf sie gewartet. Warum sind sie in deinem Rucksack? Sind sie verwirrt? Die armen kleinen Dinger. Vielleicht kannst du sie den Hügel hinaufscheuchen, in Richtung Schnee. Sie nehmen normalerweise den Weg, um nach Hause zu kommen. Leute, da das aber etwas dauern wird, würde ich sagen, wir machen hierbei einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.